aktualisiert. Der hat noch ein Buch. Gut, das hole ich mir auch nochmal mit, das Buch. Dann esse ich gerade... Moment, dann esse ich gerade mal hier die Trauben, um ein bisschen Leben dabei zu bekommen. Und hole mir dieses Buch noch mit. Gut. Das Arschloch wäre damit besiegt. Bleibt noch Asajavid. Auch wenn Asajavid hier der Anführer der Salamandra ist und mein Erzfeind hier im Spiel, irgendwie finde ich den Typ trotzdem cool, Asajavid. Den Professor, den fand ich nicht cool. Der war ein Arschloch, der hatte Leo getötet, aber Asajavid, naja, er ist natürlich nicht mein Freund, aber so schlimm finde ich ihn an sich eigentlich gar nicht. Gut, das Vieh ist K.O. Das Vieh auch gleich. Und da hinten ist das alte Herrenhaus. Mal sehen, ob Siegfried wieder zu mir stoßen wird. Der hat ja gesagt, er würde baldmöglichst wieder zu mir stoßen. Mal sehen, ob er das macht. Wieso rennen die in letzter Zeit immer weg, die Gegner von mir? Das verstehe ich nicht. Weil die Angst haben oder was? Das ist irgendwie ein bisschen doof. Naja. Sonst haben sie mich immer genervt und mich angegriffen und jetzt rennen sie weg. Okay, hier sind noch ziemlich viele Gegner auf dem Weg. Oh, ein Wodja-Neupriester. Nicht nur ein Wodja-Neupriester, ist ja gleich eine ganze Gruppe. Aber die mache ich platt. So eine Gruppe habe ich schon mal platt gemacht. Und das ist auch jetzt kein Problem. So, jetzt mache ich noch schnell mal den schnellen Kampfstil rein, um den hier auch noch platt zu machen. So, jetzt kommt schon gleich der nächste Noob-Gegner angetorkelt. Und mache ich den auch mal noch schnell K.O. Gut, weg ist er. Noch kurz nach hinten gehen, dass ich die Sülze nicht abkrieg. Gut, und das ist dann wohl das alte Herrenhaus. Hier steht noch ein Ertrunkener, aber die greift mich ja nicht an, also lass ich es jetzt einfach mal. Ah, da ist noch eine Feuerstelle. Das ist doch nicht schlecht. Was liegt hier? Hier liegt noch ein Leichnam. Oh. Ziemlich viel dabei. Was ist das? Wodka. Wodka brauche ich nicht. Gut. Alles klar. Greifen mich die Ertrunkenen hier an? Nee, aber ich greife sie an. Ja, und die rennen mal wieder weg. Komisch. Aber egal. So, und ich schlafe jetzt natürlich eine Runde. Geht nicht, hier sind noch irgendwo Gegner. Doch, jetzt geht's. Ihr könnt im Kampf nicht meditieren. Oh, da kommt irgendwer. Ein maskierter Krieger kommt da schon angerannt. Da wollen mir die Salamandra direkt mal ein paar Noob-Gegner entgegenwerfen. Können sie ruhig machen. Problem nur, dass die dann direkt sterben. So, hoffentlich funktioniert jetzt das Meditieren. Hab nämlich keinen Bock, hier alle Ertrunkenen platt zu machen. Ich steck mal meine Waffe weg. Ich will die wegstecken. So. Oh, leck. Ah, gut, jetzt geht's. Hoffentlich kann ich jetzt auch meditieren. Es ist doch gar kein Gegner mehr da. Na, sehr gut, jetzt geht's. Schöne Sache. Dann skill ich doch mal gleich hier die Dings weiter. Da noch einmal und gut, hier das noch. Oder was? Ja. Ist egal, die Silbertalente bringen mir mittlerweile gar nichts mehr. Und dann gehen wir jetzt mal zu Stärke. Blutenresistenz plus 50%, Niederschlagresistenz plus 50%. Das brauche ich auf jeden Fall mal nicht. Starker Stahl, das brauche ich wahrscheinlich nachher, da bin ich mir relativ sicher. Oder und schneller Stahl wahrscheinlich auch. Und Gruppenstahl. Ich mach mal Gruppenstahl weiter. Gut. Und gleich mal bis mittags schlafen, dass es auch schön hell ist. So, dann habe ich jetzt noch einmal schön geskillt, bevor es gegen die Salamandra geht. Und ausgeruht bin ich auch und damit habe ich jetzt volles Leben. Auch wenn der Kampf gegen Duvet einfach war, Leben abgezogen haben sie mal. Gut, wie komme ich jetzt hier hoch? Das ist die entscheidende Frage. Da hinten kam der Salamandra her, würde ich sagen.
renne ich auch da direkt mal lang, weil da müsste dann ja irgendwas sein. Bestenfalls ein Weg nach oben. Und den gibt es hier. Neue Region, wir betreten Seeufer. Das heißt, ich bin wieder da. Also bei diesem alten Dings. Von Kapitel 4 in dieser Region. Was ist da? Oh, da ist er schon. Reila mutiert. Oh. Das ist nicht so toll. Und da ist er. Der große Asayavet. Das wird was. Das wird was. Seid gegrüßt, Geralt. Habt ihr Reila getroffen? Eine einzigartige Verwandlung gab ihr das Geschenk des Lebens. Geralt! Eine einzigartige Verwandlung? Das Geschenk des Lebens? Diesen versklavten Haufen Blut und Muskeln nennt ihr lebendig? Besser als lebendig. Perfekt. Das findet ihr noch früh genug heraus. Das war euer Experiment? Ihr seid jämmerlich. Reila, Liebes, du duldest doch nicht, dass dieser Bastard deinen Gebieter beleidigt. Geralt! Aber irgendwie cool sieht sie schon aus. Boah, direkt immer zurückzuwerfen. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber okay. Habe ich kein Problem damit. Gut, ich treffe sie nicht mit dem starken Kampfstil, also nehme ich den schnellen. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, dass ich hier Reila platt machen muss. Aber, naja, man kann es nicht ändern. Das ist jetzt eben ein Feind und es ist ja auch nicht mehr die gute alte Reila. Boah, ich bin hier immer noch ein bisschen benebelt, aber ja, die ist nicht so stark, hat zumindest nicht viel Leben. Benebelt mich aber immer, was soll der Scheiß? Oh, sie ist schon tot. Okay, einfach mal so umgefallen. Aber schade, dass... unbekannter Trank. Nee, den nehme ich nicht mit. Das Dings nicht da ist, Siegfried. Das wäre mal wieder cool gewesen. Dann wirklich jetzt zum Abschluss mit Siegfried dieses Lager hier auseinanderzunehmen. Das wäre wirklich cool gewesen. Oh, da ist schon ihr Hund. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof mit der Waffe, weil gegen den muss ich wohl eher mein Silberschwert benutzen. Also muss ich das jetzt rausholen. Aber Silberschwert habe ich ja auch ein gutes, das ist ja auch irgend so ein besonderes. Okay, ich kill zuerst ihn, das geht wahrscheinlich schneller. Das ist euer Ende. So, das ist nicht mein Ende, du Idiot. Das ist dein Ende. So, er ist K.O. Und jetzt geht's gegen diesen Hund. Der hat wohl ein bisschen mehr Leben, so wie es aussieht. Aber wahrscheinlich kann ich den auch mit dem starken Kampfstil angreifen. Ja, funktioniert alles wunderbar. Und jetzt ist er auch schon gar nicht mehr stark. Bam, tot ist er. Tot ist er. Der hat... Brauche ich nicht. Das brauche ich nicht, was der dabei hatte. Hier ist dann wieder eine Feuerstelle. Da könnte ich mein Leben jetzt wieder regenerieren. Das wäre ganz cool, aber ich habe sowieso noch viel. Aber speichern muss ich auf jeden Fall. Das mache ich auf jeden Fall jetzt. Jetzt werde ich wohl ein bisschen öfter speichern. Ja, Feuerstelle benutze ich jetzt nicht. Ich lasse es hierbei. Ein bisschen Leben verloren bisher. Das passt schon. Gut, diesmal ist zum Glück noch kein mutierter Hund dabei. Dann kann ich es bei diesem Schwert hier belassen. Ja, leck. So, und den Gruppenkampfstil auswählen. So. Funktioniert das auch gut? Ja, funktioniert scheinbar. Okay. So. Shit, da ist jetzt der Hund. Und hier sind noch ein Haufen Salamandra. Unter anderem hier so ein Magier. Den mache ich jetzt direkt mal K.O., sonst beschwört er wieder so ein hässliches Vieh. Wow, jetzt sind es zwei Hunde hier. Gruppenkampfstil reinhauen und dann... Ja, und dann wird schön gekämpft.